Years ago, our young family moved. Vor Jahren zog unsere junge Familie in ein Haus im Neubaugebiet in unserem Wohnort, von wo aus man einen freien Blick auf die Berge im Osten hatte. An einem Montagmorgen, ich hatte mich gerade fertig angezogen und wollte zur Tür hinaus zur Arbeit eilen, kam unser 6-jähriger Sohn Craig mit seinem 4-jährigen Bruder Andrew an der Hand ins Zimmer. Craig blickte entschlossen zu mir auf und sagte: Papa, gestern in der PV hat mir meine Lehrerin erzählt, dass du, wenn du das Priestertum trägst, Berge versetzen kannst. Ich habe das Andy erzählt und er glaubt mir nicht. Du trägst doch das Priestertum, oder Papa? Dann drehte er sich um, zeigte aus dem Fenster, blickte sich zu mir um und sagte: Siehst du diese Berge dort drüben? Zeig's ihm, Papa. What followed, was dann folgte, war eine besondere Erfahrung. Wie dankbar war ich doch für kleine Söhne, die gerade ein lebenslanges Lernen über das Priestertum begannen. Obgleich der Herr jenen, denen er das Priestertum übertragen hatte, tatsächlich gesagt hat, dass sie durch Glaube Berge bewegen lassen und von solchen Fällen berichtet wird, hoffe ich, ein wenig mehr Verständnis für jenen Aspekt der Lehre des Priestertums zu vermitteln, der Menschen bewegt, näher zu Gott zu kommen und ihnen die Möglichkeit gibt, wie er zu werden und für immer in seiner Gegenwart zu leben. Diese Lehre betrifft sowohl die Söhne als auch die Töchter Gottes. Dementsprechend bete ich darum, dass das, was ich Ihnen mitteilen möchte, hilfreich für beide sein wird. 1823 erschien der Engel Moroni Joseph Smith und zitierte mehrere Schriftstellen, darunter auch die folgenden aus Maleachi. Siehe, ich werde euch das Priestertum durch die Hand des Propheten Elia offenbaren. Diese erste aufgezeichnete Äußerung in dieser Evangeliumszeit über das Priestertum ließ einen Vorgang erwarten, der sich in den folgenden Jahrzehnten entfalten sollte. 1829 stellte Johannes der Täufer das aaronische Priestertum wieder her, gefolgt von Petrus, Jakobus und Johannes, die kurz darauf das melchisedekische Priestertum wiederherstellten. 1836 wurde durch Mose und Elias die Schlüssel zur Sammlung Israels und die Evangeliumszeit Abrahams wiederhergestellt. Ihnen folgte Elia, der die Schlüssel der Siegelung wiederherstellte. Die Offenbarung schließt dann mit den Worten an den Propheten Joseph Smith: Darum sind die Schlüssel dieser Evangeliumszeit in eure Hände übergeben. Da jetzt alle Vollmacht, Ämter und Schlüssel des Priestertums wieder auf Erden waren, betonte der Herr im Jahre 1841 den Propheten gegenüber, wie wichtig es war, Tempel zu bauen, in denen der Herr seinen Kindern Priestertumsverordnungen zugänglich machen konnte, durch die seine Söhne und Töchter vorbereitet werden würden, in seine Gegenwart zurückzukehren. So sagte er: Lass dieses Haus gebaut werden, damit ich darin meinem Volk meine Verordnungen offenbaren kann, denn es beliebt mir zu offenbaren, was die Evangeliumszeit der Fülle der Zeiten betrifft. Bereits in Kirtland hatte der Herr den Propheten Joseph Smith über den Eid und Bund des Priestertums belehrt und die Bedingungen erläutert, durch die verheißene Segnung verwirklicht werden. Jetzt in Nauvoo wuchs das Verständnis, was das ewige Ausmaß und die Macht des Priestertums betraf, durch das alle seine glaubenstreuen Kinder gesegnet werden, sei es in diesem oder im nächsten Leben. Das Priestertum wird zwar den würdigen Söhnen Gottes gegeben, seine Töchter sind jedoch auch ein Teil seines Volkes, dem er seine Priestertumsverordnung offenbart. Und die verheißenen Segnungen mit allem, was der Vater hat, steht gleichermaßen für Männer und Frauen bereit, die Glauben an Jesus Christus ausüben, die heiligen Handlungen empfangen und im Glauben bis ans Ende ausharren. Darum wird in seinen Verordnungen des melchisedekischen Priestertums die Macht des Göttlichen kundgetan. Die krönende heilige Handlung des Tempels wird nur einem Mann und einer Frau gemeinsam zuteil, wenn sie aneinander gesiegelt werden und eine ewige Familieneinheit bilden. Kraft dieser und aller anderen Priestertumsverordnungen werden die Familien der Erde gesegnet sein. Diese heilige Handlung der Siegelung ist so entscheidend für die Absichten des Herrn, dass er den Glaubenstreuen, die ohne eigenes Verschulden in diesem Leben nicht gesiegelt werden, diese Segnung im nächsten Leben versprochen hat. Keine andere Lehre, egal in welcher Religion, bestätigt besser, dass Gott seine Söhne und seine Töchter gleichermaßen liebt. Das Priestertum hat auch die Macht, unser Wesen zu verändern.
Paulus schrieb, all jene, die zu diesem Priestertum ordiniert sind, die werden dem Sohn Gottes gleichgemacht. Diese Ähnlichkeit besteht nicht nur in der Ordinierung und der heiligen Handlung, sondern auch in der Vervollkommnung des Herzens. Etwas, was im Laufe der Zeit erfolgt, wenn wir den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgeben und die natürlichen Menschen ablegen. Wenn ein Mann zum melchisedekischen Priestertum ordiniert wird, tritt er in eine Ordnung ein, durch die er durch den Dienst an anderen, insbesondere seiner eigenen Familie, geläutert und mit der ständigen Begleitung des Heiligen Geistes gesegnet wird. Des Herrn Anweisung ging an uns alle, als er lehrte, dass Unrechtschaffenheit für den Priestertumsträger das Ende himmlischer Macht oder himmlischen Einflusses bedeutet, während Rechtschaffenheit diese stärkt. Er nannte Eigenschaften, wodurch sich die Seele sehr erweitert, wie überzeugende Rede, Langmut, Milde und Sanftmut, ungeheuchelte Liebe und Wohlwollen und reine Erkenntnis. Dann fügte er diese belehrenden Worte hinzu. Lass dein Inneres auch erfüllt sein von Nächstenliebe zu allen Menschen und zum Haushalt des Glaubens. Und lass Tugend immerfort deine Gedanken zieren. Dann wird dein Vertrauen in die Gegenwart Gottes stark werden und die Lehre des Priestertums wird auf deine Seele fallen wie der Tau vom Himmel. Es ist bedeutsam, dass der Herr nach der Aufforderung, allen Menschen Nächstenliebe entgegenzubringen, die Worte und zum Haushalt des Glaubens hinzufügte. Warum ist das so? Schließt die Aussage allen Menschen nicht den Haushalt des Glaubens mit ein? Überlegen Sie, welche Auswirkungen es hat, wenn dieser Zusatz insbesondere als unser eigener Haushalt des Glaubens verstanden würde. Leider gibt es in der Kirche einige wenige, die anderen außerhalb ihrer Familie mehr Nächstenliebe erweisen als ihrem Ehepartner, ihrer Kindern, Geschwistern oder Eltern. Sie zeigen in der Öffentlichkeit vielleicht eine vorgetäuschte Freundlichkeit, während sie privat die Saate Streites sehen und nähren und jene erniedrigen, die ihnen am nächsten stehen sollten. So etwas darf nicht sein. Der Herr sprach dann von Gedanken, die durch beständige Tugend geziert, geschmückt und geschützt werden. Derartige Gedanken verabscheuen die Sünde. Sie lassen zu, dass unser Ja unbelastet von Schuld ein Ja ist und unser Nein ein Nein. Sie sehen das Gute und das Potenzial in anderen, ohne sich von unvermeidlichen Unvollkommenheiten anderer abschrecken zu lassen. Die Schriftstelle schließt mit einem schönen, lehrreichen Hinweis auf einen Destillierungsprozess. Damit wir die Anwendung dieser Grundsätze bei der Veredelung unseres Lebens besser verstehen, stellen Sie sich zwei äußerlich identische Gläser mit Wasser vor, die in einen Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit gestellt werden. Nach einiger Weile beginnt an dem einen Glas das Wasser zu kondensieren, weil es eine andere Temperatur hat, was auf vorherige Vorbereitung zurückzuführen ist, die anfänglich nicht sichtbar war, während das andere Glas trocken und unberührt bleibt. Ohne Nötigung kann die Feuchtigkeit auf das eine Glas zufließen, während das andere nichts abbekommt. In gleicher Weise wird unsere geistige Temperatur durch Eigenschaften, die unsere Seele sehr erweitern, Nächstenliebe gegenüber anderen, insbesondere unserer Familie und tugendhafte Gedanken so angepasst, dass die Lehre des Priestertums auf unsere Seele fallen kann. Auf diese Weise bringt das Priestertum durch das Wirken des Heiligen Geistes den Einzelnen durch Ordinierung, heilige Handlungen und indem es sein Wesen läutert, näher zu Gott und ermöglicht somit den Kindern Gottes, wie dieser zu werden und für immer in seiner Gegenwart zu leben. Ein Werk, das herrlicher ist, als Berge zu versetzen. Ich schließe, indem ich mich dem Gebet Parley P. Pratts anschließe. Wie der Tau vom Himmel träufelnd auf dem Gras sucht sanfte Rast, es belebt und so erfüllet, was du vorgesehen hast. So lass her auch deine Lehre auf uns Menschen kommen nun, dass sie uns dazu bewege, deiner Liebe Werk zu tun. Im Namen Jesu Christi. Amen.